Ja, herzlich willkommen, Philipp Banse für DCDPTV von der Republika 2019. Patrick Schegemann ist der nächste Gast. Herzlich willkommen. Hallo. Du bist Journalist und hast dir, sag mal, das Auftreten von neu rechten Influencern auf sozialen Netzwerken, speziell YouTube und Instagram, angeguckt. Erzähl doch mal, wie du da vorgegangen bist, welcher Zeitraum, was deine Strategie war, um da sich ein Bild zu machen davon, wer das ist und wie die agieren. Also wir, Sören Musel und ich, wir gucken uns seit einigen Jahren YouTube-Kanäle an und Instagram-Kanäle von unter anderem Neuen Rechten. Und in uns gärte so der Verdacht, dass irgendwie hat sich da was verändert oder verschoben. Und wir wollten wissen, stimmt das eigentlich? Also sind die irgendwie wirklich so gut? Und deswegen haben wir einen genaueren Blick da drauf geworfen. Was gärt ihr denn da? Was war so eure Arbeitsweise? Was meinst du mit als anders verschoben? Es hat sich etwas verschoben, weil Menschen, die ganz klar der extremen Rechten zuzuordnen sind, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden, die ganz offen eigentlich Rassistinnen und Rassisten sind, sich ganz anders darstellen. Sind schöne Rassistinnen und Rassisten, könnte man sagen, die Kochshows unterhalten, die Hauls machen, all das also tun, Selfies schießen, all das also tun, was Influencerinnen und Influencer eben auch tun, nur eben mit einem extremen Weltbild. Okay, nochmal zurück, wie seid ihr vorgegangen? Also weil ich, da habe ich dich eben unterbrochen, ja. Also wie ihr euch so einen Überblick verschafft habt. Wir haben uns überhaupt erstmal, wir sind bestimmten Accounts gefolgt, weil wir die kannten. Und dann haben wir gesehen, wie stellen die sich da, was schreiben sie, haben das archiviert, haben uns angeschaut, wie verweisen die aufeinander, welche publizistischen Strategien haben die. Also welche Bilder posten sie, mit welchen Texten, wann tun sie das, wie tun sie das, welches strategische Kalkül steckt dahinter. Und dann haben wir uns eben auch angeschaut, was sie selbst dazu schreiben. Das Gute als Journalist sozusagen an der Neuen Rechten ist, dass sie sehr offen damit umgeht. Es gibt Bücher, in denen sie ziemlich klar beschreiben, was ihre Strategien sind, oder Zeitschriftenartikel, Videos. Also sie legen sozusagen ihre Strategie offen, und wenn man das alles zusammenfasst, dann bekommt man, glaube ich, ein ziemlich gutes Bild, warum sie was tun. Okay, dann erzähl doch mal, was ist denn so die Strategie? Man kann eigentlich sagen, dass die neu rechten Influencerinnen und Influencer all das tun, was andere Influencerinnen auch tun. Sie haben die gleichen Formate, es gibt Kochshows, es gibt Reiseblogs, es gibt Hauls, es gibt Selfies, also im Grunde alles, was Influencerinnen auch tun. Was sie damit versuchen, ist nicht zuvorderst über die Politik irgendetwas zu vermitteln, sondern Emotionalität und Nähe aufzubauen, Bilder und Geschichten zu haben und damit sozusagen eine emotionale Verbindung zur Zielgruppe zu erreichen. Und dann erst mit dieser emotionalen Bindung sagen Rassismus zum Beispiel zu normalisieren. Also schauen wir uns einen Account an, Beispiel, zum Beispiel genau, ja. Von Melanie Schmitz. Das ist eine junge Frau, die der Spiegel schon mal als das Covergirl der Neuen Rechten bezeichnet hat. Wenn man sich deren Bilder anschaut, dann unterscheidet diese Bilder zunächst nichts von Bildern, die auch wir beide vielleicht auf Instagram posten würden oder die Influencerinnen und Influencer dort posten würden. Das sind also Selfies, frisch aus der Dusche, T-Shirt im Park, auspacken, am See, ankleiden, einkaufen. Der ganz normale Irrsinn. Der kleine Unterschied ist, dass sie eben manchmal Band-T-Shirts von rechtsextremen Bands trägt oder dass sie ein Selfie frisch aus der Dusche postet und sagt, komm gerade frisch aus der Dusche, hab gebadet in den Tränen der Liberalen. Also immer sozusagen kleine Nachrichten untermischt in diesen ganz normalen Content. Und wenn ihr das Netzwerk untersucht habt, kannst du ungefähr so eine Größenvorstellung davon geben, wie viel von diesen neuen Rechten da unterwegs sind und vor allem auch erfolgreich sind? Eine Zahl zu geben ist gar nicht so einfach, wenn es darum geht, wie viele Leute sind da insgesamt aktiv. Das sind, es gibt mehrere Tausend, Zehntausende Abonnentinnen beispielsweise. Ein Martin Sellner, das ist der Co-Chef der Identitären in Österreich, einer der führenden Köpfe der jungen Rechtsextremen in ganz Europa, hat fast 100.000 Abonnenten auf YouTube. Sein Instagram-Account wird immer wieder gelöscht, deswegen ist es schwer zu benennen, wie groß er da ist. Aber auch da Zehntausende Follower. Und dann gibt es eben einzelne Influencerinnen, aber das reicht ja auch. Also man braucht ja vielleicht 5 bis 10 starke Köpfe, die nach außen wirken, die eine gewisse Gefolgschaft aufbauen, um sagen, dieses Gesamtnarrativ zu prägen. Was ich mich, fangen wir mal so rum an, beschreibt doch mal 1, 2 Leute. Also ihr habt ja auch im Vortrag so ein bisschen seid darauf angegangen, was sind das für Influencer? Wer steht dahinter? Wo wohnen die? Wie heißen die? Was machen die? Beispielhaft, vielleicht 1, 2 Leute. Also eine Influencerin ist Melanie Schmitz, ist das so, ist das weibliche, genau, weibliche Gesicht der Identitären.
daneben Martin Sellner, einen der wichtigsten Köpfe der Rechtsextremen und auch der größte, der eine eigene Kochshow auch mittlerweile hat auf seinem Kanal, der zweimal in der Woche auf YouTube veröffentlicht, der einen eigenen Telegram-Kanal hat und der eigentlich sowas wie der Hub all dieser Accounts der extremen Rechten ist, weil er alle featured, immer wieder auf andere hinweist, die sich gegenseitig besuchen, auch eine Strategie, die andere Influencerinnen natürlich haben. Dann gibt es Alexander Kleine, beziehungsweise Alex Malenki, wie er sich in den sozialen Netzwerken nennt, ein Identitärer aus Sachsen, der sich hervortut mit so einer naturverbundenen Ästhetik. Der geht Axt werfen oder stellt Messer vor und imkert mittlerweile beispielsweise und featuret das auf seinem Account. Ich meine, das, was die neuen Rechten ja von den alten Rechten unterscheidet ist, so wie ich das verstehe, ist, dass die alten Rechten, also NPD und so, auch den Holocaust leugnen, Auschwitz leugnen, die Grenze zu Polen am liebsten wieder einkassieren würden. Und die neuen Rechten sagen dann sowas wie, ja, Holocaust hat schon gegeben, aber war nicht ganz so wild. Und wir sollten uns damit jetzt auch nicht weiter rumschlagen, sondern lieber vergessen. Was ist denn das für eine Ideologie, die, wenn ihr euch diese ganzen zentralen Influencer anguckt, was sind denn da so ideologische rote Fäden, die sich da durchziehen? Es gibt eine große, oder es gibt vielleicht zwei wichtige historische Kontinuitäten. Die eine ist tatsächlich auch zum Neonazismus, die auch personell sich häufig äußert. Also viele zentrale Köpfe der Identitären in Deutschland haben bis heute Verbindungen in eine extreme, zum Beispiel Hooligan-Szene, oder waren selber früher bei den autonomen Nationalisten zum Beispiel oder in den Jugendorganisationen oder in der Jugendorganisation der NPD. Es gibt also eine personelle Fortführung auch des Neonazismus. Es gibt dazu eine theoretische Linie, die sozusagen in die Theoretiker der der Zwischenkriegszeit verweist, also in die sogenannte konservative Revolution. Das ist sozusagen das, was sie theoretisch häufig beschreiben. Da geht es um Carl Schmitt, da geht es um Heidegger natürlich auch. Das ist sozusagen die andere historische, theoretische Kontinuität. Welche Rolle spielt jetzt, mit Bezug auf ein anderes Interview, was wir hier gemacht haben, welche Rolle spielt Musik in diesen Videos? Also gibt es so eine Art Soundtrack für den neuen Rechten? Es gibt absolut einen Soundtrack, es gibt eine eigene Musik, so ein Darkwave, eigene Musikform, die sie häufig verwenden, oder gibt es bestimmte Künstlerinnen, die da eine Rolle spielen in der Szene, die unterstützt werden. Aber ansonsten versuchen sie natürlich massiv sozusagen Mainstream-Phänomene aufzunehmen. Und die Mainstream-Musik unserer Zeit ist Hip-Hop. Und das funktioniert sozusagen in zwei Richtungen. Und das ist auch sehr bezeichnend für diese rechten Influencer. Auf der einen Seite nämlich auf Mainstream-Phänomene zu verweisen. Das tut beispielsweise Martin Sellner, nämlich zu sagen, ah, ich höre auch Frittenbude. Also eine Band, die man vielleicht eher als links vermuten würde. Und sich sozusagen damit auch beliebt zu machen, aber auch zu zeigen, wie weltoffen man ist oder vorzutäuschen, man sei besonders weltoffen. Also diese Verbindung zum Mainstream ist das eine. Das andere ist, eigene Rapper der extremen Rechten, wie zum Beispiel Komplott, die auch finanziert werden von einem Netzwerk, das auch Influencerinnen unterstützt. Und das sind sozusagen Rapper, die eine moderne Kunstform benutzen, nämlich Hip-Hop, aber eben mit extrem rechten und rassistischen Inhalten aufladen. Du hast es angesprochen, Finanzierung, woher kommt das Geld? Also wenn man erfolgreich ist bei YouTube, kann man ein bisschen Geld einnehmen, aber da muss man schon sehr viele Follower haben, damit das signifikantes Geld ist. Woher kommt das Geld für diese Leute? Wie werden die finanziert? Auf YouTube Geld zu machen ist tatsächlich für diese Leute gar nicht so einfach, weil YouTube das einschränkt sehr stark bei politischen Videos, die sie ja darstellen. Okay. Sie bekommen Geld zum einen, es gibt einen Verein, da ist 1%. Das ist ein Verein, der unter anderem von Kubitschek mitgegründet wurde und der finanziert auch YouTuber. Also so eine Art eigentlich PR-Agentur der neuen Rechten. Genau, man könnte sagen, das ist sowas wie eine PR-Agentur der neuen Rechten, die finanzieren verschiedene im Grunde PR-Maßnahmen, die so nach Politkommunikation aussehen. Und in diesem Zuge eben auch Equipment für YouTube-Kanäle beispielsweise. Das ist ein ganz wichtiger Geldgeber offenbar, der ganz viele von den Influencerinnen, die wir vorgestellt haben, tatsächlich finanziert. Und dann gibt es natürlich weitere Geldquellen, die manchmal dubios bleiben. Es gibt ein Modelabel, das Martin Sellner, Phalanx Europa, betreibt. Auf das wird immer wieder verwiesen. Also die einzelnen Influencer haben dort sozusagen Merch, die verkaufen das. Wie viel Geld da genau fließt, ist aber unklar. Das gehört ihm und einem weiteren Identitären. Und dann gibt es natürlich, gerade jetzt in Österreich aufgetaucht, verschiedene Vereine, die an zentrale Köpfe dieser Identitären spenden. Die gehen dann nicht immer so richtig mit der Steuer richtig um. Deswegen ist es jetzt rausgekommen, dass die Rede von mehreren 100.000 Euro. Das heißt, den führenden Köpfen dieser Bewegung scheint es an Geld nicht unbedingt zu mangeln.
Was war denn jetzt so, wenn du so zurückblickst und dann mal drauf schaust auf das, was ihr so gesammelt habt, was war denn für dich so das Überraschendste, die überraschendste Erkenntnis? Das Überraschendste war für mich, glaube ich, zu sehen, wie normal diese Leute aussehen, wie gut sie teilweise auch Inhalte machen. Es gibt Musikvideos, auch das haben wir in unserem Vortrag gezeigt, von Krasavice, das ist eine große YouTuberin, die eigentlich immer über ihr Sexleben redet. Und die hat ein Video gemacht, Sextape, das hat 27,5 Millionen Aufrufe, ist eines der erfolgreichsten Videos der letzten Monate im deutschen YouTube. Und das hat sozusagen Melanie Schmitz, also eine Influencerin der extrem Rechten, gecovert. Und das ist ein wahnsinniger Ohrwurm. Also wir haben, das ist sehr, ist rassistisch, voller rassistischer Sätze und Haltungen. Aber wir haben das so oft natürlich in unserer Vorbereitung gehört und das bleibt natürlich im Kopf. Und das bleibt auch uns im Kopf. Und dann kann man ja sozusagen hochrechnen, wie ist das bei den Hunderttausenden, die dieses Video vielleicht bislang gesehen haben. Und was kommt bei denen eigentlich an? Das ist sozusagen das Frappierende und Überraschende. Denn eine Strategie der neuen Rechten ist ja, oder dass sie einerseits im politischen Raum parlamentarisch irgendwie repräsentiert werden wollen und Erfolg haben wollen, aber sie haben ja auch diese Rechten 68 ausgerufen, also so eine Art Gegenbewegung gegen den liberalen grünen Zeitgeist, so nach dem Motto, ihr hattet damals euer linkes, liberales 68, jetzt kommen wir dran, wir machen Videos mit Kochshows, wir machen hippe Jugendzeitungen, wir machen Musik, wir wollen sozusagen unsere Ideologie, unseren Zeitgeist auf allen kulturellen, gesellschaftlichen Ebenen verbreiten. Diese YouTube-Kanäle sind sicherlich eine Maßnahme davon, ein Teil dieser Strategie. Die Frage ist, für nach 8 Jahren Studium oder nach jahrelangem Studium, für wie erfolgreich hältst du das? Ist das eine behauptete Strategie, von der sie glaubend machen wollen, dass sie damit Erfolg haben? Oder glaubst du, dass es tatsächlich so eine Bewegung gibt, die weite Teile einer bestimmten Generation erreichen? Ich glaube, beides ist wahr. Also sie sind wahnsinnig erfolgreich und sie sind unfassbar unerfolgreich. Und beides zugleich. Erzähl mal. Sie sind erfolgreich, weil sie etwas geschafft haben, was der alten Rechten eigentlich nie so richtig gelungen ist. Und was auch den Vordenkerinnen der konservativen Revolution in all den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg nicht gelungen ist, nämlich wirklich Anschluss zu finden an ein eher akademisches, eher urbanes Milieu und damit irgendwie auch Mainstream oder zumindest die Möglichkeit zu haben, in den Mainstream zu kommen. Das ist dieser neuen Rechten in gewissem Umfang gelungen, nämlich indem sie sich sehr mainstreamartig gibt. Und wir haben das in den sozialen Netzwerken untersucht und da sehen sie genauso aus. Das Zweite ist, sie sind auch wahnsinnig unerfolgreich damit, wenn man sich mal wirklich die Zahlen anguckt. Also wir haben in unserem Vortrag gesagt, sie sind gefährlich, aber das sollte uns nicht überraschen, aber sie sind eben auch wahnsinnig klein. Es ist nicht überraschend, weil sie eine klare Strategie haben und man die nachlesen kann, deswegen ist es nicht so überraschend und weil die Art und Weise, wie sie kommunizieren, sehr gut zu diesen Plattformen passt. Also sie wissen, wie diese Plattformen funktionieren und wissen, wie sie ihre extremen Inhalte dort platzieren können. Und gleichzeitig sind sie dadurch irgendwie erfolgreicher, als man das von Rechts- oder Leuten der extremen Rechten erwarten würde. Auf der anderen Seite sind sie eben nicht so erfolgreich, weil immer noch die Abozahlen natürlich nicht so groß sind wie bei einem LeFloid oder bei großen YouTubern oder Leute, die wirklich viele Menschen bewegen und die Inhalte oft auch hölzern und schlecht gemacht sind. Der Journalist Christian Fuchs hat mit seinem Kollegen ein Buch geschrieben, Das Netzwerk der neuen Rechten. Und eine These darin ist, dass es dieser neuen Rechten wahnsinnig gut gelingt, aus einer Mücke einen Elefanten zu machen. Also dass es ihnen unter anderem mit diesem Verein, den du auch genannt hast, 1%, gelingt, aus relativ kleinen und marginalen Bewegungen, Events, Versammlungen mit Hashtags und Videos und Fotos und sozialen Medien den Eindruck zu erwecken, als sei das eine Massenbewegung, an der eigentlich niemand mehr vorbei kann. Also ist das ein Prinzip, was du auch siehst in diesen Kanälen? Absolut. Die Identitären beispielsweise, das zitiert Christian Fuchs und Paul Mitterloff in ihrem Buch hier auch, ist ein Scheinriese. Das heißt, er wirkt sehr groß von Weitem, wenn man näher rangeht, ist er sehr klein. Und das gilt für die Identitären absolut, die so 300 bis 500 Mitglieder in Deutschland haben, also wahnsinnig klein sind. Gleichzeitig wirken sie sehr groß und warum sie so groß wirken, der Grund liegt sozusagen darin, was wir in unserem Vortrag zu zeigen versucht haben, nämlich in der Aufmachung in den sozialen Medien. Dort wirken sie groß, weil sie irgendwie erfolgreich sind und weil uns irgendwie auch überrascht, dass
ganz einfach gesprochen, Nazis auf einmal so aussehen. Und deswegen berichten Journalisten natürlich auch gerne drüber. Das ist ja auch, machen wir auch. Was ist denn, das vielleicht als letzte Frage, als abschließend, was ist denn so dein Gefühl, wie sollte eine Gesellschaft, sagen wir mal, eine liberal-demokratische Gesellschaft mit diesen Leuten, mit dieser Bewegung umgehen? Ignorieren, bekämpfen, hoffen, dass Argumente irgendwann wirken? Ich glaube, Ignoranz, Hoffnung, all das. Also ich glaube, es ist eine Strategie des Mixes. Aufklärung ist total wichtig, das haben wir auch probiert zu zeigen, einfach zu verstehen, wie funktioniert das und warum machen die das und warum zielen deren Strategien gerade auf uns als Konsumentinnen, aber auch gerade auf uns als Journalistinnen, weil die natürlich davon leben, dass wir darüber berichten. Das zu verstehen und dann sich immer wieder in der täglichen Auseinandersetzung im Beruf als Journalist zu fragen, was kann ich dagegen machen, wie berichte ich darüber, das ist, glaube ich, das eine. Das andere ist Medienkompetenz, also jungen Leuten beizubringen, wie das geht und das zu dekonstruieren und immer wieder versuchen zu verstehen, was machen die, was heißt das. Und auf der anderen Seite muss es auch, eine Strategie der Ausgrenzung geben, weil das eine antimoderne, antiaufklärerische, antirassistische rassistische Haltung, die gegen alles ist, wofür das Grundgesetz steht, das dieses Jahr 70 wird. Also muss man sie an bestimmten Punkten natürlich auch ausgrenzen. Patrick Schegemann, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Danke fürs Zugucken. Dieses Interview und viele andere von der Republika gibt es auf dctp.tv oder auf YouTube/dctp. Danke fürs Zugucken und bis dann.